Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns eine ganz besondere Mod an, nämlich diese hier. Eine neue Mosasaurus-Mod. Oh, es war mit der Kamera gerade. sehr, sehr passend, weil ich bin momentan sowieso super im Mosasaurus-Hype. Weil durch diese neuen Mods mit den Bigger Islands und den Terrain-Tools kann man richtig schöne Unterwassergehege bauen. Und da kommt so ein neuer Mosasaurus natürlich sehr gelegen. Ich muss auch sagen, dass mir dieses Model definitiv ein bisschen besser gefällt als das alte. Die werden wir gleich auch noch nebeneinander mal vergleichen. Ich finde es auf jeden Fall viel, viel besser, dass hier die Flossen viel ausgeprägter sind. Und auch der Schweif ist viel länger. Und allgemein ist dadurch auch halt der Mosa ein bisschen größer. Was noch ein bisschen cooler wäre, wäre, wenn hier die Schnauze ein bisschen breiter wäre. Wenn echt ist die natürlich viel, viel breiter als ja jetzt hier bei diesem Model. Aber das ging wahrscheinlich nicht anders. Kommt nämlich für den Acrocanto ins Spiel. Aber ich könnte mir die Animation sehr cool vorstellen, weil der Acro hat ja dieses komische... Ja, sehen wir vielleicht gleich noch, dann zeige ich es euch. Schwer zu erklären, dieses Ausatmen oder was es ist. Könnte ich mir bei dem sehr cool vorstellen unter Wasser. Sieht aber interessant aus. Also die Bewegung sieht super aus. Ich glaube, wenn wir den gleich ins Wasser packen, dann wird das schon cool rüberkommen. Na, machst du jetzt mal die Animation für uns? Das wäre sehr lieb. Egal, wir pausieren nochmal kurz, schauen uns das nochmal an. Also wie gesagt, das Model finde ich schon sehr cool, könnte nur ein bisschen breiter sein. Hochauflösend ist es auch, also man sieht wirklich jede Schuppe. Und ich denke gleich unter Wasser wird das super, super nice aussehen. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir ihn jetzt auch mal direkt in sein Element. Und da landet unser erster Mosa. Jetzt wird er sich auch wohlfühlen im Wasser. Oh ja. Das sieht richtig cool aus. Ah, ich liebe es, dass wir mittlerweile einfach den Mosa haben können. Und der sieht viel, viel besser aus mit diesem langen Schweif und den ausgeprägteren Flossen. Also ist echt ein niceres Model. Können uns ja mal den Vergleich eben geben. Also das hier ist der neue Mosa. Sieht schon wirklich richtig gut aus. Wow. Ich bin beeindruckt. Und hier unten ist der alte Mosa. Im Vergleich. Ich kann auch noch ranzoomen. Also der neue sieht wirklich um einiges cooler aus. Bin echt beeindruckt. Sieht auch cool aus, dass der Schweif hier oben noch so ein bisschen rausguckt. Aber ich freue mich gerade. Find's cool, dass ich... Oh, das ist die Animation. Oh, das ist richtig nice. Ich wollte gerade sagen, ich find's cool, dass ich anscheinend nicht der Einzige bin, der so Mosa-Hype ist. Mega nice, dass jemand diese Mod erstellt hat. Und die ist wirklich gut geworden. Sieht richtig nice aus. Wir lassen die gleich auch mal gegeneinander kämpfen, würde ich sagen. Aber kommen ja auch gerade noch andere angeflogen. Hier ist zum Beispiel auch noch mal ein Skin, der schläft gerade. Und noch ein weiterer Skin. Kommt der? Da. Dieser Skin wurde übrigens, glaube ich, verändert. Also der wurde dem Mosa so angepasst. Weil den finde ich von den Farben auch super passend. Der hochbrüllt, sehr gut. Und diese Skins sind die normalen von dem Acrocanto. Die kennen wir ja. Finde ich aber auch nicht schlecht, weil der Acro hat ja wirklich interessante Skins. Bin gleich mal gespannt, wenn er hier ins tiefere Gewässer kommt, wie das aussieht. Wenn er sozusagen abtaucht. Und hier ist auch nochmal ein Skin. Könnt ihr da auch nochmal sehen. Sieht denn das von oben aus? Schwer zu sagen mit den Wellen hier, ne? Und die Sonne blendet auch. Oh, das ist so cool. Es sieht einfach so aus, als wenn der Mosa schwimmt. Ich feiere das. Ich hoffe, wir kriegen bald noch mehr Wasserlebewesen. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Guck mal, wie gut das aussieht. Auch das Essen. Habt ihr das gerade gesehen? Der hier wird wahrscheinlich auch nochmal fressen. Jetzt schauen wir uns mal den Mosa bei der Jagd an. Sehr cool.
War zwar ein bisschen unrealistisch, dass hier so ein Proceratosaurus im Wasser rumkraucht, aber es gibt ja leider noch keine anderen Fische oder so, kleinere als Beutetier. Das Einzige, was man halt noch machen könnte, ist der Fischfutterspender. Da ist allerdings das Problem, seit diese Vega Islands Mod gepatcht wurde, kann man kein Wasser im Wasser mehr platzieren. Das ist ein bisschen schade. Deswegen sind die auch alle gerade bei niedriger Gesundheit hier, weil ich kein Wasser halt für die habe. So, jetzt haben wir hier nochmal einen schönen Größenvergleich. Rechts hier, der graue, das ist das neue Model. Und links da, der orangene, ist das alte Model. Also das neue ist auf jeden Fall ein bisschen länger. Und auch der Kopf ist größer. Und natürlich auch die Flossen. Also er sieht definitiv viel, viel besser aus. Hier sieht die Rückflosse so ein bisschen seltsam aus. Das sieht hier viel, viel, viel besser aus. Der andere schreit ihn hier auch an. Ich glaube, hier wird gleich noch Blut vergossen. Ich habe ein bisschen zu spät gecheckt, dass es hier schon losgeht direkt. Ich habe jetzt gerade nochmal schnell pausiert. Das sieht so cool aus. Ach, ich liebe einfach Mosas. So, los geht's. Schauen wir uns das mal an. Der neue Moser sollte auf jeden Fall gewinnen hier. Ist irgendwie auch witzig, dass er diese Kopfnuss-Animation macht, die der Agro hat. Und da packt er ihn. Das ist teilweise echt ein bisschen schwer zu filmen, wegen dem Wasser. Aber ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut erkennen. Da habt ihr jetzt auf jeden Fall euer Blut bekommen, was ihr alle immer wollt. Ich kenne euch ja. Und ich denke, das sollte jetzt auch reichen. Das war ein kurzes Vorstellungsvideo von dieser coolen neuen Mosasaurus-Mod. Die ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die mal selber ausprobieren wollt. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.